Die Stimmung war überragend im Cottbusser Stadion. Das war auf jeden Fall schon drittligareif. Die ganze Lausitz hatte Grund zu feiern. Das war eine Stimmung unfassbar für eine Regionalliga. Ich glaube, wir haben alles reingehauen, die haben alles reingehauen. Und so ein Spiel, wirklich, das vergisst man nicht so schnell. Beide Teams waren vor der Begegnung und vor dieser Kulisse heiß, wichtige Punkte für die Meisterschaft und den Aufstieg zu sammeln. Rein ins Spiel, der Tabellenführer aus Greifswald legte direkt hellwach los. Cottbus ja sehr anfällig in der ersten Viertelstunde. Hildebrand mit dem Fehler, Benjamina mit der Flanke und Hasse kann ausbügeln. Da scheint doch schon ein bisschen Nervosität im Spiel zu sein. Keine Minute rum, der erste Wackler bei Energie Cottbus. Neben den Trainern auch ein vierter Offizieller an der Seitenlinie. Patrick Kluge soll vorbeugend und beruhigend einwirken. Der Cottbusser Timmy Thiele sagte vor der Begegnung, wenn sie jeden Grashalm umdrehen, fighten und den 12. Mann im Rücken haben, seien sie schwer aufzuhalten. Und genau so schütteln sie auch die erste Szene ab. Heike auf Hofmann, perfekter Ball auf Timmy Thiele, 1:0 für Energie Cottbus. Gerade mal 5 Minuten gespielt und zum ersten Mal scheppert es so richtig im Stadion der Freundschaft. Thiele schiebt den perfekt vorbei an Jakubow ins Tor. Er hier mit seinem 9. Treffer diese Saison und den macht er ganz stark. Und er weiß, bei wem er sich bedanken muss. Ich würde sagen, das war ein sensationeller Spielzug über die rechte Seite. Schnell in die Tiefe, guter Weg, guter Pass. Und dann hat Hoffi das richtige Auge, spielt den Ball vorne rum. Das habe ich ihm vor dem Spiel sogar noch gesagt gehabt. Und da bin ich halt da, wo ein Stürmer stehen muss. Und hau das Ding rein, natürlich vor der Nordwand, sensationell. Coach Pele Wollitz hat sich den Goalgetter auch schon vor dem Spiel geschnappt. Timmy Thiele hat den Kopf rausgestellt. Ich habe ihn in der Besprechung gesagt, Timmy, mit deiner Erfahrung, lass die Leute hier erzählen, was... Das sind deine Spiele, dafür spielst du Fußball, dafür kommen deine Kinder mit dir ins Stadion. Das erste Tor, wie der den wegmacht, das war extra klasse. Aber auch die Vorarbeit mit Timing und Präzision, Thiele dann aus vollem Lauf rein ins Glück. Und der Greifswalder FC, hinten zu langsam, vorn wirken sie ideenlos. Vogt nach 13 Minuten mit dem ersten Abschluss aufs Tor von Bethke. Aber kein Problem für den jungen Keeper. Greifswald wieder mit Brandt und Vogt. Den Ball einfach hergeschenkt und dann geht's schnell. Der Energiezug rollt und ist kaum aufzuhalten. Gute Verlagerung. Diagonal auf Heike. Tim Heike, das 2:0 nach 17 Minuten. Was für ein Hammer. Ekstase pur in der Lausitz. Sein 16. Saisontreffer. Ein Cottbusser Traumstart. Scherbakowski mit dem öffnenden Ball. Aber klar, der Treffer geht natürlich auf die Kappe der wieder zurückgekehrten Nummer 1 des Tabellenführers, Jakub Jakubow. Heike hämmert das Ding, Jakubow auf die Rübe und der Keeper reißt vergeblich die Fäuste hoch. Ich habe mich nicht gut genug auf den Ball konzentrieren und habe dann mit den Fäusten den Ball nicht richtig in der Mitte erwischt. Deswegen ist er dann abgerutscht, leider. Ich habe halt gesehen, dass ich ein bisschen Platz habe und habe da auf meinen Schuss vertraut. Klar, vielleicht war es ein Torwartfehler, aber am Ende des Tages ist der Ball drin und das zählt heute. Die erste Halbzeit gehört Energie Cottbus und auch an der Seitenlinie scheint alles ruhig. Kurz vor der Pause nochmal Freistoß für Greifswald, Brandt. Schell ist da und Detlo mit vollem Risiko. Greifswald wurde stärker nach dem Doppelschock. Die Chancenverwertung war das große Thema, auch schon in den letzten Wochen. Und wirklich zwingend wurden die Gäste nicht mehr im ersten Durchgang. So hieß es 2:0 für Cottbus nach 45 Minuten. Greifswald nach der überraschenden 1:3 Niederlage gegen Hansas Zweite bemüht. Und nach der Pause mal mit einem schönen Angriff über Koskun. Eschel lässt abtropfen und Kocha zieht mal ab. Aber so richtig gefährlich ist der Abschluss nicht, geht deutlich vorbei. Greifswald spielt mit, aber zwingend wird's eben nicht. Weil einfach, glaube ich, im letzten Drittel unsere Flankenqualität heute nicht so war, wie es bisher in der Saison war. Wir haben, glaube ich, ein sehr
sehr dominantes Spiel gemacht, will ich mal sagen, ohne aber richtige Dominanz zu haben im letzten Drittel. Und das ist das, was wir uns ankreiden müssen. Wir haben alles rausgehauen. Ich bin unfassbar stolz auf die Jungs, weil ich glaube, man hat gesehen, dass sie 90 Minuten alles rausgehauen haben und alles versucht haben. Und deswegen bin ich eher stolz. Denn der Tabellenführer machte im zweiten Durchgang mehr fürs Spiel. Cottbus wie im Energiesparmodus. Was fällt da dem GFC ein? Ein langer Ball. Koskun ist durch und besorgt den Anschlusstreffer. Beeilt sich da, waren ja noch 15 Minuten zu spielen. Schmädemann pölt ihn vor, Slamar sieht nicht gut aus und Bethke bekommt die Beine nicht zu. Ein langer Ball überrumpelt die Cottbusser Defensive. Can Koskun läuft durch und bleibt dann sowas von cool vor Bethke mit dem Tunnel genau ins Eck. Lars Fuchs nervös. Im Hinspiel gab es ja noch den Ausgleich in letzter Minute. Doch statt des Ausgleichs kurz vor dem Ende nochmal Konter der Cottbusser. Der eingewechselte Halbauer auf Bronicev, der ist auch frisch und findet Thiele. Das Stadion geht aus dem Sattel, aber schnell wird klar, der Treffer zählt nicht. Thiele stand beim Zuspiel einen Meter im Abseits. Und so blieb's beim 2:1 für Energie. Was für ein intensiver Fußballabend in Cottbus bei sensationeller Atmosphäre in der Regionalliga. Ich freue mich immer für meine Spieler, für diese Region, für den Club. Ich durfte das ja, wie gesagt, schon öfters mitmachen. Wichtig ist, dass wir jetzt klar bleiben. Also, wir haben auch einiges zu verbessern. Ich glaube, wir müssen an den Spielen wachsen. Das war klar für uns das erste Mal jetzt als Greifswalder FC vor dem Publikum. Ich glaube, wir haben uns das nicht anmerken lassen. Wir haben einfach zwei Umschalttore bekommen, die wir nicht so wollten. Was wir genau wussten, was Energiestärke war. Ansonsten war es ähnlich, wie es im Hinspiel war. Aber diesmal konnten wir leider das nicht nochmal drehen. Eine gelungene Premiere dagegen gab es für den vierten offiziellen Patrick Kluge. Gerade in so einem Topspiel, 2:1, ganz knapp, viele hitzige Situationen. Und da kann man schon als Viertoffizieller durch Kommunikation viel machen. Energie Cottbus feiert einen unfassbar wichtigen Sieg und lässt die gesamte Region weiter vom Aufstieg träumen. Gewinnen wir alle 5 Spiele, steigen wir auf. Ich sag nochmal, ich glaube an Karma. Und ich glaube so ein bisschen, dass es einen Fußballgott gibt und der weiß, was er dieses Jahr zu tun hat. Cottbus schnappt sich zumindest schon mal für eine Nacht die Tabellenführung.